Ist aber die Verbreitung von Angst und Schrecken. Wir machen aus diesen Mördern Terroristen, in denen wir Angst vor ihnen haben. Dadurch werden die erst zu Terroristen. Das Geschäft mit der Angst. Da verdienen beide Seiten dran. Die, die den Terror ausüben und die, die vorgeben, den Terror zu bekämpfen, die verdienen beide am Terrorismus, ja sicher. Wir geben Milliarden aus für die Terrorbekämpfung. Bevor wir Flugzeuge besteigen, verschweißen wir unsere Zahnpastatuben in kleinen Plastikbeutel, meine Damen. Wovor haben Sie Angst? Haben Sie wirklich so viel Angst vor Al-Qaida? Das Geschäft mit der Angst, das ist das erfolgreichste Geschäft aller Zeiten. Hier, die erfolgreichsten Geschäfte machen mit der Angst katholische Kirche. Die haben das super raus. Die katholische Kirche macht Ihnen sogar noch davor Angst, was mit Ihnen passiert, wenn Sie schon so tot sind, dass Ihnen gar nichts mehr passieren kann. Davor machen die Ihnen Angst. Das ist... Das ist genial, weil es kann ja keiner sicher sein, was da kommt. Und keiner will in die Hölle. Aber um in den Himmel zu kommen, müssen sie in der Kirche sein. Hat der Papst extra nochmal gesagt. Die Evangelischen sind keine Kirche, das wissen Sie hoffentlich. Das haben wir schriftlich. Die Evangelischen sind eine abtrünnige Sekte. Für die Evangelischen tut es mir leid, aber für sie findet die Veranstaltung nach dem Tod ein paar Etagen tiefer statt. Automatisch. Wenn Sie in diesen Himmel rein wollen, müssen Sie vorher Mitglied der katholischen Kirche gewesen sein. Für mich ist das eine klare Form von Schutzgelderpressung. Der Vatikan ist der größte Schutzgelderpresser auf der Welt. Und Sie sollten dem Vatikan aber nie vorwerfen, dass die Mafia-Methoden verwenden. Da werden die richtig sauer. Dann sagt der Vatikan ganz entrüstet, Moment mal, wer war denn wohl eher da? Wovor haben Sie Angst? Vor Al-Qaida? 150.000 Deutsche sterben jedes Jahr in den Folgen von Rauchen. 50.000 sterben in den Folgen von Saufen. Ein paar hundert werden vor besoffenem Blatt gefahren auf der Straße, jedes Jahr. Man kann doch sagen, alleine Paulaner ist erfolgreicher als Al-Qaida. Ja. 6.000 Tote im Straßenverkehr, früher waren das mal 20.000 Tote, wussten Sie das? Ja, hat das mit der Rente auch noch funktioniert. Von Airbag und Sicherheitsgurt hat die Rentenkasse sich nie wieder ganz erholt. Aber immer noch 6.000 Tote im Straßenverkehr. Haben Sie Angst vor Al-Qaida? Haben Sie lieber Angst vor Reisebusfahrern? LKW-Fahrer, da sind Schläfer unterwegs, die sind wirklich gefährlich. Und vor denen könnten wir uns schützen, oder? Die LKW-Fahrer fahren nicht freiwillig so lange, bis sie übermüdet einschlafen. Die werden auch gezwungen von ihren Spediteuren. Da muss man das Gesetz da umformulieren. Wenn ein LKW-Fahrer erwischt wird, der die Ruhezeit nicht einhält, geht der Spediteur für 5 Jahre in den Knast. Fertig aus. Da werden die Verträge neu formuliert und die LKW-Fahrer müssen die Ruhezeiten einhalten. Aber Moment, ja. Jetzt klatschen Sie, ne? Aber dann werden nämlich die Transportkosten teurer, weil mehr LKW-Fahrer eingestellt werden müssen. Und da geht's schon wieder los. Ich sage es Ihnen. Da wird alles teurer, was wir hier rankarren. Und da höre ich Sie schon wieder jammern. Ich sehe Sie schon beim Gemüsehändler stehen. Was sind denn die Erdbeeren dieses Jahr Weihnachten so teuer? Ja, wie? Wie in der Transportkosten? Wir geben mehr Geld für Lkw-Fahrer aus, für den unwahrscheinlichen Fall, dass ausgerechnet ich da hinten als allerletzter im Stau stehe, wo der Lkw ungebremst drauf fährt. Für den unwahrscheinlichen Fall soll ich jetzt mehr für die Erdbeeren bezahlen. Das Risiko gehe ich aber ein. Also da ist ja immer... Da haben wir lieber Angst vor Al-Qaida, oder? Übrigens, es heißt wirklich Al-Qaida, nicht Al-Qaida. Viele sagen Al-Qaida. Das ist absoluter Blödsinn. Al-Qaida heißt für einen arabisch sprechenden Menschen Gemahlin, Gefährtin. Ist jetzt kein Scherz. Ernsthaft. Al-Qaida ist die Gemahlin und Al-Qaida ist die Terrororganisation. Versuchen Sie das bitte in der Öffentlichkeit auseinanderzuhalten. Ja? Auch... Auch wenn das bei Ihnen zu Hause auf dasselbe hinauslaufen sollte, ja? Gott, ist das? Danke schön. Gott, wunderbar. Wo Volker Pispers gerade sagte, Gemahlin.
Die Frage, die sich jetzt stellt, hat Helmut Kohl seine Frau Hannelore im Dunkeln sitzen lassen? Oder ist Wolfgang Thierse geistig umnachtet? Wir können die Frage nicht beantworten, aber wir bei den Mitternachtsspitzen ziehen die Konsequenzen. Hier kommen jetzt nur noch Politiker zu Wort, die sich A, um ihre Frau kümmern und B, wirklich etwas zu sagen haben. Loki und Smoky. Der Ex-Kanzler hustet uns was. Loki, frag mich was. Ja, was denn, Helmut? Irgendwas. Helmut, der Fikus, der immer neben dem Aschenbecher steht. Warum verliert der so blödes seine Blätter? Loki, der Fikus ist von der substanziellen Substanz her ein Gewächs aus Indien. Das heißt, man kann diese Pflanze nicht betrachten, ohne einen Blick auf die globalen Herausforderungen der Menschheit unter Berücksichtigung der Schwellenländer zu werfen. Ja, wieso Schwellenländer? An dem Fikus schwillt doch nichts. Der Fikus kam ja im 19. Jahrhundert nach Europa. Und zu dieser Zeit entwickelten sich ja weltweit die Nationalstaaten. Ja, aber doch nicht wegen dem Fikus. Eine Entwicklung, die ich bereits selbst im 18. Jahrhundert selbst vorausgesagt hatte. Und die, wenn man nicht auf mich hören wollte, im Folgenden zu weitreichenden historischen Problemen geführt haben. Helmut, was redest du denn da wieder? Womit ich nicht nur die Entwicklung des Nationalstaates hin zu der bitteren und dunklen Phase des Nationalsozialismus meine. Aber der Fikus ist doch kein Nazi, Helmut. Und auch nicht die Krise der prinzipiellen Nationalstaatlichkeit in der Zeit der 68er und der Entwicklung des Terrorismus durch die RAF im Jahre 1977. Ja, was hat denn die RAF jetzt mit dem Fiskus zu tun, Helmut? Bei denen ich bestimmt meine Pflicht getan habe und das nicht nur im Sinne des Staatsbegriffes von Machiavelli oder Marc Aurel. Was redest du denn da, Helmut? Zwei Politiker, die ich aus meiner Jugend noch kannte und die... Helmut, du redest und redest. Auch im Sinne des Fikus kein Blatt vor den Mund genommen haben und so gemeinsam mit meinem Freund Henry Kissinger, mit dem ich... Ach nee, Helmut, jetzt nicht noch ein Nebensatz. ...schon während meiner Kanzlerschaft an dem Prinzip demokratischer Nationalstaaten transatlantischer Prägung gearbeitet habe und... Gibt so Tage, da frage ich mich wirklich, wo im Keller die Kettensäge ist. So, im Lauf der Geschichte... Im Lauf der Geschichte entscheidend... Ja, Helmut, ja. Ja. Scheiße. Ja. Jetzt habe ich das Tu-Wort vergessen. Ja. Wer hat meinen Satz noch mal angefangen? Ach, guck mal, Lucky, den Fikus müsstest du aber auch mal wieder düngen. Ah! Lucky und Smoky! Schaut doch nächste Woche wieder ein, wenn Sie Lucky-Fragen hören. Helmut, haben wir eigentlich noch Bismarck-Heringe im Kühlschrank? Wer macht uns Loki und Smoky, Wilfried Schmickner und Uwe Lykow? Meine Damen und Herren, am 1. Dezember ist Welt-AIDS-Tag und wer macht Promotion für Kondome? Boris Becker, der Mann aus der Besenkammer, der jetzt auch noch ein Erziehungsbuch geschrieben hat, von der Besenkammer in die Gummizelle. Er hat natürlich auf einen Missstand hingewiesen, dass die Kondome oder die Kondomautomaten nicht in der Besenkammer hängen. Das ist Quatsch, die Dinger hängen immer mehr am Klo. Was ein Quatsch, beim Pinkeln nützen die ja nichts. Im Gegenteil. Mehr dazu jetzt von unserem Pariser Experten aus Paderborn, Rüdiger Hoffmann.
Ja. Hallo erstmal. Ich weiß gar nicht, ob Sie es wussten, aber meine Eltern haben ja auch ein Kondom benutzt. Ja, aber ich war immer schon so ein Typ, der mit dem Kopf durch die Wand geht. Nee, das Thema Kondome, das ist ja hochaktuell. Ich habe jetzt gelesen in der Zeitung, die US-Regierung hat eine Kampagne gemacht für die Jugend für 1,3 Milliarden Dollar, wo sie für mehr Treue geworben hat und gegen Kondome. Weil dafür ist George W. Bush doch eigentlich der beste Hinweis, dass man Kondome benutzen sollte. Ja, finde ich, ne? Ja. Ich meine, eine Kampagne für mehr Treue und gegen Kondome. Ich meine, wie kommt man auf so einen Scheiß? Ich stelle mir da gerade mal so einen 15-jährigen Durchschnittsamerikaner vor, ne? Der heißt Bruce, hält Europa für so eine Hollywood-Kulisse, den Irakkrieg für so ein Playstation-Spiel. Von seinen 15 Lebensjahren hat er ungefähr 10 im Internet verbracht, davon 8 auf Pornoseiten. Die restlichen 5 hat er dem Burgerfressen gewidmet. Also Bruce ist von seinem geistigen Level ungefähr auf dem Stand von Amphibien. Ja, jetzt stellen wir uns mal vor, Bruce hat eine Beziehung zu Kimberly. Kimberly ist eine gleichaltrige Durchschnittsamerikanerin, ähnliche Biografie, nur dass sie ihre Zeit nicht mit Burgerfressen verbracht hat, sondern mit Kotzen. Ja, ne, um sich auf die Figur von Jennifer Aniston runterzuhungern. Wobei man sagen muss, also das Einzige, was die beiden verbindet, ist, sie sind nicht mit Brad Pitt zusammen. Ja, aber egal. Jetzt stellen wir uns mal vor, Bruce hätte die Möglichkeit, seine Möchtegern Jennifer mit so einer 16-jährigen Tussi zu betrügen. Die hat gerade von ihrem Onkel als Geburtstagsgeschenk die Titten von Pamela Anderson bekommen. Jetzt stellen wir uns mal vor, sie legt gerade so ihren BH ab, um Bruce die Errungenschaften der plastischen Chirurgie zu präsentieren. Wie wahrscheinlich ist es dann, dass Bruce in dem Moment sagt, du, sorry Pamela, deine prallen Brüste sind wirklich sehr gelungen, also vom reinen Gesamt.